überleben. Der Krieg ist irgendwann vorbei. Das kann variieren von Game zu Game. Wir brauchen Holz. Und ja, das ist das Ziel von diesem Spiel. Zu überleben. Weiß gerade nicht, was wir machen könnten. Wir brauchen Holz. Und dafür müssen wir zurück nochmal in das Haus. So, jetzt ist der Punkt erreicht, wo wir nichts mehr machen können. Ohne irgendwelche Materialien. Wir können nicht während des Tages rausgehen und plündern. Das geht nicht, das lässt uns das Spiel nicht. Wir können hier jetzt sehr wohl zwar aus dem Haus raus. Aber das bringt uns nichts. Mach die Tür zu. Ich habe keine Lust auf unerwarteten und unwillkommenen Besuch. Wobei diese schäbige Holztüre, die wohl kaum aufhalten wird. Aber egal. Geht ums Prinzip. Genug geschlafen. So, dann hau du dich mal aufs Ohr. Er ist soeben nämlich aufgestanden. Bruno ist zwar nicht krank, aber nicht müde, aber ist krank, deshalb lasse ich ihn pennen erstmal. Ich glaube, nächste Nacht werden wir wirklich keine Wachen aufstellen, sondern beide mal pennen lassen. Oder Katja pennt. Das ist die andere Variante. Pavle, was kannst du machen? Ich weiß es nicht. Mein Magen knurrt. Ja, wir haben leider kein Holz, womit wir einen Kochherd herstellen können. Und ich sag euch, wenn ihr Essen habt, verbratet es nicht sofort, weil hier hungrig steht. Also, esst es nicht. Verbraten, ja. Weil wenn ihr einen Herd habt, dann könnt ihr das braten. Kein Ding. Aber esst das Zeug nur, wenn es gebraten ist. Weil sonst braucht ihr viel mehr Nahrung, um die Leute satt zu kriegen. Ach so, und ja. Ist ein bisschen doof. Kann ich schon. Ich muss den hier updaten. Ach nee, das gibt's. Regenwasser, ja. Regenwassersammelbecken, das werden wir auf jeden Fall herstellen. Also das heißt, wir brauchen jetzt erstmal Holz, damit wir eine Kochherd herstellen können und ein Regenwassersammelbecken. Dann müssen wir irgendwann noch ein Heizgerät aufstellen, bevor der Winter kommt. Ja, weil irgendwann in dieser Zeit hier wird es Winter. Und es gilt natürlich, die Leute durch den Winter zu kriegen, dass hier mir keiner wegfriert. So, ich mache jetzt mal Tag beenden, weil wir hier nichts machen können. Du schläfst weiter im Bett und du gehst plündern. Supermarkt. Hier hat es zwei neue Gebäude gegeben. Die gibt es von Zeit zu Zeit. Es gibt... kann auch sein, dass irgendwann die Gebäude hier weg sind, weil sie zum Beispiel zerbombt wurden oder vom Schnee im Winter dann nicht zugänglich sind. Es hat auf jeden Fall zwei neue Gebäude. Supermarkt. Dieser Laden hat die gesamte Nachbarschaft versorgt, bevor sie zur Kriegszone wurde. Das Gebiet von Militärkontrolle könnte es gefährlich sein, dort einkaufen zu gehen. Es könnte jedoch das riesige Wert sein, denn dort sollten noch viele Sachen übrig sein. Eine Menge Lebensmittel, Materialien, etwas Medikamente, eine große Menge Waffen, eine große Menge Teile, Gefahr. Da wir momentan nicht wirklich knapp an Lebensmitteln und so sind, gehen wir darauf jetzt mal nicht hin. Bombardierte Schule. Diese Schule wurde mehrfach bombardiert. Die meisten Keller sind leider eingestürzt. Aber Holz und andere Materialien können im Schutt gefunden werden. Es dürfe sich lohnen, eine Schaufel mitzunehmen. Und da kriegt man sogar einen Hinweis, was man mitnehmen soll. Etwas Lebensmittel, eine große Menge Material, eine große Menge Medikamente und eine Menge Teile. Wir gehen aber in die geplünderte Tankstelle nochmal hin, weil da Sachen sind. Und ihr habt auch hier Rucksackplätze, also Bruno hat 10, Pavle und Katja haben 12 Rucksackplätze. Schon alleine deshalb würde ich mit Bruno nicht auf eine auf Plünder-Ding gehen, außer die anderen sind irgendwie schwer krank.
dann würde ich sie im Bett lassen. Sonst kriegt ihr irgendwann Probleme. Da hier eh keine Schwanz ist, gehen wir erstmal hier runter. Ja, ich habe richtig gesehen, ich habe nichts mitgenommen. Weil wir hier eigentlich alles aufgemacht haben. Nehmen. Holz brauchen wir auf jeden Fall. Wir müssen eine Tonne Holz mitnehmen. Und da fängt schon an. Wir können nicht alles mitnehmen. So, der Rest bleibt mal hier. Nicht so mega wichtig. Es gibt doch ein Ding, wo wir Holz haben. Das Buch brauchen wir eigentlich auch nicht wirklich im Moment. Lassen wir auch mal. Weil ich brauche Holz. Irgendwo hier hatten wir doch einen Spot, wo nur Holz war. Nein, das kann hier bleiben. Füllen hier das schon mal noch auf. Das brauche ich eigentlich auch nicht. Im Moment. Boom, reim einfach die Tür ein. Da. Wofür nehme ich das mit? Ja, gut. Wir gucken mal, was hier nochmal ist. Sonst. Ach, er kann da nur runterspringen, logisch. Und jetzt kannst du darüber. Gut. Renn zum Ausgang, mein Junge. Wir werden nochmal hierher kommen müssen. Jetzt bin ich kurz erschrocken, weil da war ein Typ. Aber da hat uns nichts gemacht. Zum Glück. Tag 3. Hoffen wir, dass wir nicht geplündert wurden. Heute Nacht habe ich sehr gute Gebäude gemacht. Seht mal, was ich bekommen habe. Fuck, wir wurden geplündert. Jemand ist in der Nacht gekommen, um unsere Sachen gewaltsam mitzunehmen. Dinge gestohlen haben. Essen und Wasser. Bruno und Katja wurden beide leicht verletzt. Leicht verletzt? Leicht verletzt. Erholt sich. Pavel ist müde. Deshalb Katja und Bruno aufstehen. Erstmal einen Herd bauen. Den stellen wir in die Küche. Und du, mein Freund, kannst mir so ein Regenfangbecken bauen. Da. Wieso muss diese vermaledeite Stuhl dastehen? Stehen wir das halt hier hin. Es spielt übrigens überhaupt keine Rolle, wo ihr das hinstellt. Ihr könnt es aufs Dach stellen, ihr könnt es rausstellen, ihr könnt es in den Keller stellen. Spielt keine Rolle. Wasser kriegt ihr so oder so. Wir brauchen etwas zu essen, ja? Wenn der Herd fertig ist, wird sich Bruno an den Herd setzen. Beide leicht verletzt worden, das stört mich ein bisschen. Wir brauchen hier so einen Filter. Den machen wir hier. Wer bist du? Mach mal, ja, das einen können wir nicht. Ich habe eigentlich, dass das ihnen gefallen wird. Ja, dann gucken wir doch mal. Ich hoffe, du killst mich nicht direkt. Ach, das ist ein Händler. Okay. Was können wir entbehren? Die hier brauchen wir nicht. Was wir dafür wollen... Wasser. Hier müsst ihr einfach immer achten. Gut, wir können uns ein. Das heißt, er ist mir zufrieden. Das ist nicht genug. Okay. Kräuter. Gut. Das ist schon mal gut. So. Jetzt,
müssen wir noch gucken. Die Kräuter können wir noch nicht wirklich brauchen, denke ich. Deshalb geben wir ihm noch mal ein paar und gucken, was wir dafür kriegen. Essen haben wir genug und ist auch verdammt teuer. Deshalb gehe ich jetzt erstmal auf Baumaterialien. Wir brauchen nämlich genauso Baumaterialien. Sehr großzügig, das will ich eigentlich nicht sein. Wir geben ihm genauso viel, wie er will. Wie er haben muss. Mehr nicht, mehr kriegt er von mir nicht. Handeln. Jetzt haben wir nochmal 4, die ich ihm geben will. Und dafür will ich aber hiervon. Gut, 7 Stück für 4 Kräuter, das ist schon mal gut. Und jetzt kannst du wieder dich verziehen. Dann geh du mal kochen. Und dich im Wasser holen. Vier von den Mahlzeiten können wir machen. Wir machen einfach mal so viel, wie es geht. Das ist nur eine Schramme. Der wird hier nicht die ganze Zeit durchpennen. Nein, du Depp. Mal so kurz runtergehen und schauen, was wir noch bauen können. Nein. Das können wir noch nicht bauen. Es gibt nämlich noch eine Mausefalle, die wir bauen können irgendwann. Um Fleisch zu kriegen. Was muss ich haben, um hier aufzubauen? Holz und gut, dann sollten wir den hier aufbauen auf jeden Fall. Damit wir Fleisch kriegen. Damit wir uns ein bisschen selbst versorgen können. Weil, ja, Nahrung ist das A und O. Und ein Messer könnten wir auch gebrauchen, um uns halt vor Dieben zu verteidigen. Ja, das klingt nach Kochen, er macht aber Brennmaterial. Oh, er kann 8 Mahlzeiten herstellen. Das ist super. Dann mach. Ihr könnt euch alle schon mal anstellen für Essen. Wobei, du kannst eigentlich hier unten warten. Kann sich Katja mal hinsetzen, weil sie ist verletzt. Dann gibt's nachher für alle mal eine Runde zu essen. Ja, aber du bist ja nicht krank. Du könntest eigentlich nochmal so einen Filter bauen. So, Bruno. Ja, jetzt kannst du mampfen. Und dann hier essen. Dann kann sich Katja nämlich auch gleich wieder hinlegen. Es wird zwar bald wieder Nacht. Und da muss irgendwer von den zwei Wache schieben. Weil das wird zweimal hintereinander. Es ist sehr unwahrscheinlich. Aber nicht unmöglich. Ich werde sie trotzdem mal beide pennen lassen. Sind verletzt, sollten sich erholen. Wir werden jetzt einfach mal den Tag beenden und hoffen, dass uns niemand killen kommt. Du gehst plündern und die alle beide schlaft im Bett. Wir gehen wieder in die Tankstelle. Wir sind da noch nicht fertig. Wir müssen da noch ein paar Sachen holen.
müssen wir gucken. Weil der war ja der Typ. Ich hoffe, der ist es nicht hier und will uns ans Leder. Buch brauche ich eigentlich. Keine Leseratte. Aber das nehme ich gerne. Sind das die Ratten oder ist das der Typ? Es ist die Ratte. Baumaterial, das ist super. Das müssen wir noch vom anderen Baumaterial kriegen. Ja, diese Kisten. Das lasse ich mal hier, das brauche ich im Moment nicht. Da, das da. Es gibt hier noch mehr Flugzeuge. Ja, eigentlich wären wir hier schon wieder fertig. Wir müssen nochmal kommen, weil Pavle nicht so viel tragen kann. Das ist ja sowieso super bei diesen ganzen so. Nein, nicht hier lassen, mitnehmen. Diesen ganzen Survival Games, die Leute können, die brauchen Vorräte, aber können nicht wirklich viel tragen. Ja, wir müssen nochmal wiederkommen. Mach dich aus dem Staub. Tag 4. Ja, er hat gute Beute gemacht. Bitte nicht, bitte nicht. Yes. Hungrig. Sie ist nicht mehr verletzt. Er auch nicht. Das ist ja super. Dann kann sich nämlich Pavle hinlegen. Und du kannst den hier ausbauen. Und sie hat ein Bio. Das können wir eigentlich auch mal lesen. Katja, ich bin in dieser Stadt aufgewachsen, habe allerdings im Ausland studiert und war später Journalistin. Ich bin jahrelang weg gewesen. Als aus den Wirren ein Krieg entstand, wurde ich ausgewählt, um darüber zu berichten. Ich hätte mich sowieso freiwillig gemeldet, denn ich wollte unbedingt nach meinen Eltern sehen. Aber es war zu spät. Mein Haus stand in Ruinen und meine Familie war verschwunden. Ich bin seitdem auf der Suche nach ihr. Tag 4, meine Geschichte. Ich bin weiter herumgekommen als meine Freunde und Verwandten. Ich habe Berühmtheiten getroffen und die Leser fanden meine Interviews lustig und prägnant. Ja, mit Lesen habe ich nicht. Aber wenn ich versuche, meine Erlebnisse niederzuschreiben, dann kann ich es nicht. Ich möchte meine Verwandten finden und sie umarmen, statt über sie zu schreiben. Ich wünschte, ich hätte sie öfter gesehen. Verbesserte Werkstätte. Ich hoffe, ich baue das Richtige um. Ja, doch. Müsste es sein. Bau. Lesen wir mal noch Bruno. Bruno. Vor dem Krieg war ich Restaurantbesitzer. Ich hatte sogar meine eigene TV-Sendung. Kochen mit Bruno. Die kennt ihr sicher. Ich habe wunderschöne Orte besucht und vor der Kamera exquisite Gerichte gekocht. Doch jetzt scheint das alles unwichtig, nicht wahr? Heutzutage kann man schon froh sein, wenn man etwas Dosenfleisch oder einen Sack Reis in die Finger bekommt. Ich dachte, es steht Snack. Sack Reis in die Finger bekommt. Und wer weiß schon, wie lange dieser Krieg noch dauert. Und Pavle. Bevor dieser ganze Schlamassel begonnen hat, lebte ich mit meiner Frau und meinem Sohn in einer besseren Gegend der Stadt. Ich habe sie schon sehr lange nicht mehr gesehen. Hoffentlich geht es ihnen gut. Mir geht es nicht so gut, wie man sehen kann. Wir brauchen im Krieg schon Fußballspieler. Niemand interessiert sich für Sport, wenn jeder Tag der letzte sein könnte. Deshalb durchforste ich die Ruinen, wie alle anderen auch, und hoffe das Beste. Ganz ehrlich, mir braucht auch so Fußballspieler. Braucht kein Mensch. Also, ich bin überhaupt kein Fußballspieler. Kein Fußballfan, wie ihr mitkriegt.
Ja, wenigstens ist es warm. Oh, stimmt, einen Ofen könnten wir irgendwann noch gebrauchen. Ich hoffe, ich habe richtig gebaut. Yes! Das hier will ich nämlich bauen. Das hier will ich bauen. Für Kleintiere eine Falle. Damit wir eben hier unser eigenes Fleisch machen können. Unser eigenes Fleisch. Bau erstmal hier noch einen Filter. Damit wir Wasser kriegen. Weil Wasser ist auch sowas. Das ist ziemlich Mangelware. Ich habe vorhin Katja an die Türe geschickt, letzten Tag, weil bei ihr steht ja, sie kann gut falschen. Heißt so viel wie sie kann gut handeln, für diejenigen, die nicht so wortgewandt sind. Sie kann die besseren Konditionen herausholen bei Händlern. Hilfe, ich brauche Hilfe. Machen Sie bitte auf. Ja, was ist denn? Hören Sie mir bitte zu. Wehe, du erschießt mich. Sie sind die erste Person, die die Tür geöffnet hat. Vielen Dank. Schnell, mein Bruder wurde von einem Scharfschützen angeschossen. Bitte helfen Sie mir, ihn nach Hause zu tragen, sonst stirbt er. Wir dürfen keine Zeit verschwenden. Helfen wir den Leuten oder helfen wir nicht? Das ist so die Frage hier. Es werden immer wieder Leute hier ankommen, die Hilfe brauchen, die essen wollen, die Ressourcen, Menschen brauchen, um zu helfen. Oder Händler. Und das ist jetzt eine von dieser Person, die Hilfe braucht. Wenn ich jetzt ja klicke, geht Bruno mit dem mit und ist weg für ein paar Tage. Vielleicht für immer, wenn er krippelt. Oder ich hilf nicht, lass ihn einfach wieder wegziehen. Dann kann es aber sein, dass meine Leute deprimiert sind, weil sie dann rumheulen so von wegen, ja, wir hätten helfen sollen und so. Wenn ich jetzt aber wieder ja klicke, dann sind sie wieder super erleichtert, weil ja, wir konnten helfen und so. Ich versuche es eigentlich so wie eigentlich so zu beantworten, wie ich es beantworten würde. Und das wäre eigentlich ja. Ich bin dadurch sehr sozial, ich würde helfen. Deshalb helfen wir. Tschüss, Bruno. Tag 4.